Das Coolpad Changer 1C ist das erste Smartphone in Zusammenarbeit mit Lieco. Direkt in den ersten Minuten wird aber klar, hier versteckt sich nicht nur ein Lieco-Launcher, sondern ein ganzes Lieco-Smartphone. Ich meine, selbst die Recoveries lassen sich untereinander austauschen. Aber fangen wir von vorne an. Front wird von einem 5.5-Inch Full-HD-Display eingenommen. Im Alltag kann man sich über flotte Reaktionen des Screens freuen, der kaum Abstriche mit sich bringt für seine Preisklasse. Das Display spiegelt aber etwas mehr, als ich es von anderen Geräten kenne. Draußen lässt sich aber dennoch verwenden. Coolpad hat sich bei den Softkeys leider von Lieco etwas zu viel inspirieren lassen. Ohne, dass die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, sieht man sie gar nicht. Nach wenigen Momenten mit dem Smartphone weiß man zwar, dass zum Beispiel links die Kommandozentrale liegt, benutzerfreundlich ist diese weiche Zeichnung aber nicht. Telefonieren ist mit dem Coolpad Cool Changer 1C sehr gut möglich. Gleichzeitig ist das Smartphone das erste, was nicht mit meiner Osmo Mobile zusammenarbeiten will. Steckt man das Changer 1C in die Gimbal, stellt sich ein dauerhaftes Windgeräusch ein, das die Aufnahme sehr beeinträchtigt. Gerade im Selfie-Modus. Beispiele hierfür gibt's genügend am Ende des Videos. Benutzt ihr keine Gimbal, müsst ihr euch keine Gedanken machen. Gedanken machen sollte sich Coolpad aber nochmal um den Lautsprecher. Ich habe mich mehrmals dabei erwischt, wie ich die Lautstärke runtergedreht habe, da der Speaker ziemlich quäkt. Aber hört selbst! Im Changer tickt ein Snapdragon 625 mit 1,8 GHz. Den Prozessor kennt man aus dem Motorola Z Play, dem Huawei Nova und dem Motorola G5 Plus. Auch das bald in Deutschland erscheinende Nubia Z11 Mini S setzt auf den Snapdragon 625. Alle Geräte haben eins gemeinsam, sie sind durchweg teurer als das Changer 1C. Selbst mit Versand und Mehrwertsteuer erhält man hier ein leistungsfähiges Mittelklasse-Smartphone, das zum Beispiel einem Nokia 6 locker überlegen ist. Unterstützt wird der Prozessor von einer Adreno 510 GPU. Im Alltag läuft das Gerät flott und lässt den Nutzer nicht unnötig lange auf sich warten. Die 3 GB RAM tragen sicherlich positiv dazu bei. Spiele, Filme oder Musik lassen sich auf dem 32 GB internen Speicher ablegen. SD-Karten werden leider nicht unterstützt. Zu den besonderen Stärken des Coolpad Cool Changer 1C zählt der 4060 mAh Akku. Nicht nur an den langen Fasnachtstagen der letzten Wochen konnte ich mich auf die Ausdauer des Padlets verlassen, auch wenn kein Quick Charge 3.0 an Bord ist. Lieber hält mein Akku länger durch, als dass ich schneller nachladen muss, weil er schon wieder leer ist. Geladen wird das Changer 1C via USB-C 2.0. Der Nachteil? Eure alten Micro-USB-Kabel könnt ihr entweder nur noch mit einem Adapter verwenden oder verschenken. Dank USB-OTG lassen sich USB-Sticks und andere Gadgets anschließen. Vergleichbare Geräte in der Preisregion mit USB-C, wie das Wiley Fox Swift 2 Plus, müssen ohne dieses nützliche Feature auskommen. Auf einen Klinkenanschluss müsst ihr aber nicht verzichten. Meine EarPods funktionieren problemlos mit dem Changer 1C. Auf dem Gerät läuft Android 6.0. Bei Zetec Shop könnt ihr zwischen deutscher ROM mit und die Echo-ROM ohne Play Store entscheiden. Ich habe mich für die Original-ROM entschieden, da ich mit English Only kein Problem habe. Die ROM lässt sich problemlos über eine Recovery vom Lieco Cool 1 Dual routen. Ein bisschen mulmig war mir schon, als ich die fremde Recovery geflasht habe, aber hey, es hat funktioniert. Der Play Store ist übrigens auch ganz ohne Root, kein Problem. Mit einem Fingerabdrucksensor lassen sich die Daten an Bord des Coolpad schützen. Nachdem ihr ein Muster oder Passwort festgelegt habt, könnt ihr beliebig viele Fingerabdrücke von euch oder euren Verwandten einspeichern. Aber bitte vergesst euer Passwort nicht, denn das muss nach jedem Reboot neu eingegeben werden. Solltet ihr also nur selten das Gerät neu starten, schreibt euch den Code irgendwo auf. An der Oberseite des Gerätes sitzt noch ein Infrarotport, den ich mangels passenden Geräten aber nicht testen konnte. Auf der Rückseite sitzt eine 13-Megapixel-Kamera aus dem Hause Sony. Der IMX-258-Sensor wird von einem Dual-LED-Blitz unterstützt. Kamera nimmt in Full HD auf. Eine 4K-Option gibt es aber auch. Das hier wäre das 4K-Footage. Ich schneide und filme eigentlich immer lieber in Full HD, deswegen werde ich wieder zurückschalten. Ganz ehrlich, wer Justine für nicht übersichtlich hält, hat sich noch nie probiert, in Koblenz einzuschreiben oder in Frankfurt studiert.
Beides ist schrecklicher als die Augustine. Das hier amüsiert mich jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme. So schlimm sieht es aber eigentlich gar nicht aus, finde ich. Naja, ist aber nicht besonders hübsch. Der McRösti ist wieder da und ich habe ihn direkt mal mir gekauft. Mal sehen, wie er schmeckt. Zwischenfazit, der Burger sau lecker. Die Pommes auch. Aber das allerbeste ist der Dip. Der ist wirklich gut. Schade, dass ihr nur zugucken könnt und nicht mitessen, weil das sieht verdammt lecker aus. So, welchen Zug nehmen wir jetzt und wo fahren wir hin? Ganz kurzen Kurzausflug geht's jetzt auch schon wieder nach Mainz. Es ist zwar echt teuer, aber es sieht so geil aus. Selfies werden mit 8 Megapixel aufgenommen. Leider vermisst die Frontkamera einen LED-Blitz. Ich gehe jetzt ein bisschen YouTube-Money ausgeben. Und zwar hole ich mir noch schnell was beim Chinesen. Und wenn ich das richtig deute, stockt dieses Video im Dunkeln. Beim Changer 1C handelt es sich um ein typisches 5,5-Inch-Smartphone aus China. Leistungsfähige Hardware, schickes Design und das für einen schmalen Taler. Das Gesamtpaket funktioniert. Dank großem Akku vergeht der Smartphone-Spaß auch nicht so schnell. Hört sich alles ganz gut an, oder? Gleichzeitig bekommt das Gerät leider viel zu wenig Aufmerksamkeit, sodass sich bisher keine große Fangemeinde um das Gerät gebildet hat. Und das, obwohl die in Deutschland verfügbaren Coolpad-Geräte weit hinter dem Changer 1C liegen. Bleibt zu hoffen, dass der Funken noch übersprüht und das Cool Changer 1C sich weiter verbreitet. Zu wünschen wäre es dem Smartphone. Ihr habt noch Fragen zum Coolpad Cool Changer 1C? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.